Der erste Kandidat ohne Hund? Natürlich ein Heimspiel. Simmering ist immer ein Heimspiel. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie heute oder was würden Sie sich freuen? Ich habe in dem Wahlkampf alles, was in meiner Macht stand, getan, um ein gutes Ergebnis einzufahren. Und der Rest wird sich weisen. Das wissen wir dann um 17.05 Uhr, was dabei rausschaut. Herr Blasi, wie werden Sie den Tag verbringen bis zum Ergebnis und wie schaut das aus? Ich feiere heute große Wahlparty im Schutzhaus Zukunft und auf die werde ich mich einstimmen. Dazwischen bleibt noch ein bisschen Zeit zum Entspannen, das ist auch ganz wichtig. Und ab 15 Uhr geht es dann los im Schutzhaus und um 17 Uhr wird es spannend. Wo liegt Ihre persönliche Latte? Ich habe auf diese Frage nie eine Antwort gefunden. Mir fehlen zum einen die Erfahrungswerte. Ich bin noch nicht so lange in der Politik, ist mein erster wirklich großer Wahlkampf, wenn man so will. Und ich kann es auch nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, was dabei passiert, was dabei rauskommt um 17.05 Uhr. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, was wir gemacht haben. Wir haben mit einem Mini-Team eine Megakampagne gestemmt. Und das macht mich sehr zufrieden. Das macht mich schon jetzt zufrieden. Ja. Und ich freue mich über jede Stimme natürlich. Wird es ein Testlauf sein für die nächste Wien-Wahl? Nein, das ist kein Testlauf. Man rennt ja auch keinen Marathon zum Aufwärmen. Aber wie geht es dann weiter ab 17 Uhr, wenn man das Ergebnis da ist? Was streben Sie dann an nach dieser Wahl? Ein gutes Festl heute einmal. Und nach dem Festl werden wir das endgültige Ergebnis haben und dann schauen wir weiter. Ja, und der Blick in die Zukunft, karrieretechnisch, wie geht es da weiter? Das wissen wir um 17.05 Uhr, ob ich 6 Jahre in der Hofburg sitze oder ob ich in die Stichwahl muss. Marco, bleibt, wem wählst du und warum? Ich werde mich wählen, weil ich mich als für den geeignetsten Kandidaten empfinde. Aber jetzt gehen wir wählen und dann gibt es noch ein paar Statements. Ja.